Der Herr sagt: Verwelkende Blumen, kommt zu mir, denn ich bin der einzige Weg. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. Februar 2011 von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Chase, für die kleine Herde des Herrn und für all jene, die Ohren haben und hören. Das sagt der Herr: Mein Wort ist die einzige Wahrheit, nach der ihr leben sollt. Doch für jene, die gegenteilig zu meinem Wort leben, befinden sich nur Fehltritte und Schmerz an der Tür. Der vorausliegende Weg ist schwierig und mit Tränen beladen. Ein breiter Weg, der in die Zerstörung führt. Ich bin der einzige Weg, die einzige Wahrheit, das Leben, das niemals endet. Doch unter euch gibt es immer noch einige, die ihren eigenen Weg gehen und sich selbst und ihren Gott belügen. Überhaupt nicht bereit, sich selbst auf den Altar zu legen, um über diesen Stein gebrochen zu werden, damit sie von meinem Leben empfangen könnten, anstelle ihres eigenen, und geheilt werden. O törichte Kinder, wegen eurem fehlenden Vertrauen und eurem Glauben, den ihr fälschlicherweise aufgebaut habt, durch welchen ihr euch von eurem eigenen Verstand habt täuschen lassen, hat die Angst Einzug gehalten. Sie ergreift euch und hält euch fest. Sie hält euch von mir fern, und dadurch haben sich auch Zweifel eingeschlichen, was die Tür für den Bösen offen gelassen hat. Wie lange wollt ihr noch zögern? Wie lange wollt ihr euer Leben in einer Weise leben, die uns voneinander trennt? Warum sitzt ihr ruhig auf euren Händen, indem ihr euch auf euer eigenes Wissen stützt, welches verdorben ist und euch verloren und verwirrt zurücklässt? Unglaube, durch den ihr gefesselt und unbewegt bleibt. Welches Glücksgefühl existiert, wenn ihr gegensätzlich zu mir lebt? Gibt es Zufriedenheit für jene, die meine Anordnungen ignorieren und meine Gebote aufgeben? Diese kennen mich nicht wirklich, sagt der Herr, noch folgen sie meinen Fußstapfen. Ich bin am Ende, mein Geist ist sehr schwer. Wie lange wollt ihr mich noch erschöpfen mit euren Worten und mit all diesen Vortäuschungen? Ihr kennt meine Wege nicht, denn in einigen von euch höre ich Seufzen, ungerechtfertigte Beschwerden und viele Seufzer, als ob meine Wege eine Last wären für euch und meine Anordnungen bindende Fesseln, die euch eurer Freiheit berauben. Ihr habt mich nicht gekannt, noch ist Verständnis und Erkenntnis eingetreten. Verwelkende Blumen, die tief in den Felsspalten verborgen sind und vom Licht der Mittagssonne keine Nahrung bekommen. Ihre flachen Wurzeln sind vertrocknet und verdorren, bereit, um ausgezupft und ins Feuer geworfen zu werden, sagt der Herr. Deshalb habe ich mit einer Vielzahl heller Worte gesprochen, durch all diese Briefe, mit vielen strengen und liebevollen Reden. Ich winkte jenen zu, die mich suchen. Ich rief jenen zu, die sich danach sehnen, zu hören. Ich habe meine Diener durch das Wort meines Mundes erschöpft und sie durch die Kraft meiner Liebe in den Dienst gerufen. Ja, ich bin sogar früh aufgestanden und habe sie ausgesandt. Und doch bleibt diese Aussage wahr und sie wird sich sogar unter den Kleinen meiner Herde bewahrheiten. Viele sind gerufen, doch wenige sind erwählt. Deshalb sollen jene, die mich wirklich kennen, mich mit ihrem ganzen Herzen, mit all ihren Gedanken,
mit ihrer Kraft und mit ihrer ganzen Seele lieben. Sie sollen ganz nahe zu mir kommen und ihren Lohn empfangen, genau wie die Propheten. Denn sie haben sich entschieden, ihr Leben zu verlieren, um meines Namens willen. Und sie haben ein gutes Bekenntnis abgelegt vor den Menschen. Deshalb werde ich auch ihre Namen vor dem Vater bekennen. Seht, ich werde sie ganz sicher an den Ort mitnehmen, den ich für sie vorbereitet habe von Anfang an. Jene, die Ohren haben und hören, lasst sie hören. Denn der Mund des allmächtigen Gottes hat gesprochen.